Yo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute geht es ins Dortmunder Stadion gegen Wolfsburg. Da hinten ist der andere Bengel schon. Wir sind gerade angekommen, haben ein bisschen mehr als eine Stunde noch vor dem Spiel. Ich hatte selber Spiel, deswegen sind wir heute spät am Start. Sonntag, Spiel, 17.30 Uhr. Auf den Sieg. Auf den Sieg, oder? Sieg! Angekommen am schönsten Stadion der Bundesliga, der Welt. Felix, Ergebnistipp? 2-0. 2-0? Ja. Wer macht die Buden? Haller, wenn er überhaupt spielt. Oha, okay. Und ich glaube Adeyemi. Okay. Ich würde mich über ein 2-0 natürlich auch freuen. Ich glaube aber eher 2-1. Ich glaube irgendwie, das wird eine knappe Kiste. Wolfsburg gut drauf in letzter Zeit. Aber egal, Hauptsache die Heimacht. Drei Punkte mit nach Hause Heimacht. Nehmen. Heimacht? Heimacht. So, jetzt soll ich ein Ticket ausdrucken als Erinnerung? Nee. Keine 2 Euro, da muss ich erst in die Flasche drin gehen. Ja, hier ist der beste Stand für mich. Die Süßigkeiten. Stadionwurst ist gegönnt. Guten Appetit. Was? Geht bei dir? Hast du den gesehen, Felix? Wir haben uns echt schon länger als gesehen. Was macht denn? Aber wir müssen nächstes Mal wieder auf dem Platz nehmen. Oh.
macht er da? Was macht er da? Nass, Alter. Wir sind schon wieder voll. Wenn du das jetzt wieder hochgehst, dann heißt es wieder die Assis da, weißt du? Ja, ja. Die Assis aus Dortmund. Die trinken das aus dem Tisch. Ja, Jungs. Halbzeit 3-0. Die angekündigt von Felix. Alle und Adeyemi haben getroffen. Gregor Kobel, bester Mann. Zweite Halbzeit weiter so durchziehen und der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser und wir können weiter Druck machen. Also, wollen wir mal gucken, was die zweite Halbzeit so bringt. Was auch noch zusammen? Ja, Lolli Prese, der kratzt sich immer am Kopf, wenn er euch was erzählt. Oh!
Dankeschön. Aber oh, den maximalen Vorträge. Ja, ja, Wasser ging halt schnell. Ja, ja. Prost, bis auf den Sieg. Natürliches Mineralwasser, Prost. Masala. So Leute, wir sind aus dem Stadion raus. Wie war's, Felix? Konterwasser. Konterwasser. Bei so einem geilen Sieg. 6-0. Ich glaube, der höchste Sieg die Saison, oder? Gab es einen höheren? Ich glaube nicht. Zumindest heim. 6-1 war, 5-1? Genau, 6-1, aber ich glaube, nee. 6-0, so haben wir nicht gewonnen. Höchster Sieg der Saison. Unsere Bedenken oder meine Bedenken vom Formspiel sind auf jeden Fall wie weggeblasen. 3 Spiele noch, 3 Siege. Und da muss man gucken, wo man steht. Wenn die jede Woche so spielen würden wie heute, ne? Boah. Dann hätten Deutsches wir uns, Meister. Ja, dann hätten wir uns gegen Stuttgart und gegen Bochum nicht diese Scheiße da erlaubt. Aber gut, man kann es leider nicht ändern. Hinzu kommt Kobel, bester Mann, zu 0. Und er ist einfach eine absolute Maschine, der Bengel. Oder? Von Torwart zu Torwart, was sagst du da so? Du bist ja auch Torwart. Ich würde sagen, deutlich besser als Ziege. Nee, aber... Doch, würde ich auch sagen. Brillant gehalten und ja, bester Transfer. Meiner Meinung nach in den letzten Jahren. Nach Adeyemi natürlich. Nach Adeyemi. Schöne Grüße nochmal an Kevin Vondermann. Ja, ansonsten machen wir uns jetzt auf den Weg nach Hause. Sonntagabend, wir müssen ja alle morgen noch arbeiten. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Glocke nicht vergessen. Genau, die Glocke nicht vergessen. Und ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Was wolltest du sagen, noch irgendwas? Ja, ein bisschen Haare richten. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Kuss.